Sei das die Rolle von einem Staatsanwalt? Ja, generell kann ich sagen, dass wir als Parke am Strafrecht aktiv sind. Das ist am Droit Penal. Und da geht dann erst einmal darum, eben Beweise zu sammeln und dann die Leute für ein Gericht zu bringen. Und da innerhalb von der Fourchette, die der Legislateur uns vorgibt, dann eine Strafe zu frohen, die aus den Circonstanzen vom Fall von der Person adaptiert schenkt. Was sind die Aufgaben von einem Staatsanwalt? Ja, die Aufgaben sind ganz vielseitig. An erster Linie geht es eben darum, Beweise zu sammeln, wie ich schon angedeutet habe, nicht einmal mit Hilfe von der Polizei. Und dann eben auch zu gucken, für welches Strafgericht die Person, wenn genug Beweise da sind, soll kommen und da eben dann ein Pen zu freuen. Das ist aber auch so, dass wir auch viele Aufgaben haben, die am Kader von der frischen Tod sind und wo es nicht einmal darum geht, Verhaftungen zu ordonnieren oder auch Verweisungen zum Beispiel zu sprechen bei häuslicher Gewalt. Was sind die Aufgaben von einem Staatsanwalt am Jugendbereich? Am Jugendrecht am Anfang zwei große Aufgaben. Einmal geht es darum, den Opfer von sexueller, physischer oder psychischer Gewalt zur Seite zu stehen und die Enquete zu lesen, die Affären dann noch an der Sitzung zu poursuivieren. Und da geht es aber auch darum, sind wir auch zuständig für die Jugendlichen, die selber straffällig gehen. Wieso ist ein Staatsanwalt an einem funktionierenden Rechtsstaat so wichtig? Weil die Grundvoraussetzung von einer Arbeit vom Parquetier ist am Anfang seine Neutralität vis-à-vis von der Exekutive, das ist vis-à-vis von der Regierung, aber auch vis-à-vis von den Prozessparteien und für den Richter. Das ist die Applikation vom Gesetz, die uns lädt, auch an unsere Requisitionen und aber auch an den Ermittlungen, die wir notamment mit der Polizei machen. Und gerade im Bereich vom Jugendschutz ist die Independenz, die Impartialität, die Neutralität auch immens wichtig. Wir sind wirklich eine transparente Instanz, die die Möglichkeit hat, Entscheidungen eben am Interesse vom Kanzler und auch schon am Interesse vom Kant.